Hallo Ines, ich habe heute ein Paket bekommen. Was gibt es da zu lachen? Und in diesem Paket war Leberwurst drin. Ja, weil das, wir hätten das Unpacking, das Unpacking noch Ja, wir wollen jetzt direkt zum Punkt sein kommen. müssen. Ja, einmal Currywurst aus Linsen und einmal Leberwurst aus Linsen mit Du musst das Röstzwiebeln. so Influencer-mäßig machen, was du so in die Kamera halten und dann so. Warum muss man? Okay, Einfach gut. so für Geräusche und so. Nur damit ihr seht, dass wir auch andere Produkte stehen haben. Also ich habe mit der Firma überhaupt nichts zu tun. Hier stehen auch andere Produkte. Warum muss man da drauf klopfen? Weil es ein Geräusch macht. Aha, gut. So. Du musst das angenehm machen. Ja, ist Nicht ja angenehm. so laut. Du So. musst das noch ein bisschen üben. Die Firma schreibt, wir sind im Fränkischen. Biologischer Anbau und natürliche Inhaltsstoffe sind das A und O. Und viele Veganer und Veganerinnen vermissen den Fleischgeschmack. Vermisst du den auch? Jein, weil es ja jetzt mittlerweile so viele Produkte gibt, die Fleischgeschmack haben. Deswegen bin ich ja schon mal gespannt auf die Zudem Sachen. ermöglicht die Also es gibt ja schon Geschmacks. viele andere Produkte, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt Wir probieren es einfach abschneidet. nicht aus. Ja. Einfach, das ist nur ein Beispiel, einfach nur so. Und viele möchten eine Erweiterung der Geschmacksvielfalt über klassische Gemüseaufstriche. Ich bin Das der stimmt. ich bin der Ja. Ich nicht. Ich bin der Gemüseaufstrich-Man. Je weniger Öl drin ist, umso besser. Kein Sonnenblumenöl, kein Shit. Einfach Gemüse. Aber darum geht es heute nicht. Ines, bitte, was möchtest du zuerst? Leberwurst aus Linsen mit Röstzwiebeln oder vegane Currywurst aus Ich finde, wir Linsen? sollten die Leberwurst mal Wir probieren. bestimmt nicht. So. Warum denn nicht? Ich kann ja mal dann riechen, wenn ich schon mal eine Scheibe Ja. Brot. Oder willst du erstmal so, willst du schon Er so ist ganz kommen? picky immer beim Essen. Wir haben sogar anderes Riecht Brot. wirklich wie Leberwurst. Sieht auch wie Leberwurst aus. Wow. Crazy. Ja, das stimmt. Richtig Leberwurst, ne? Jetzt war nicht so lange von der Nase her. Ich darf der Ines das Hier, immer nicht so nahe halten, weil ich bin hier, kurzsichtig und wenn ich ihr was zum Beispiel zeige auf Aber dem du bist ja Handy. nicht kurzriechig, oder? Probier mal. Außerdem bist du doch aus Noch ein Biologie, Geräusch. Lehrt euch ein Naturwissenschaft. Geräusch vor. Nein, nicht reinfassen, nicht Ja, okay, reinfassen. gut, dann mach mal. Man hat doch irgendwie in den Naturwissenschaften gelernt, man muss auch so machen. In den Nicht. Naturwissenschaften. Welche Naturwissenschaften meinst du denn, Herzchen, wo man das macht? Physik. In der Physik macht man das so. Das ist eine Chemie. typische Aber ich Geste dachte, von bei der Physik. Biologie macht man das vielleicht auch, bevor man die Bei Nase so Blumen oder irgendwie. was? Oder bei Nein, Ameisen? ich dachte vielleicht, Oder keine bei Ahnung, Erbgut? das Zeug, wo man zum Beispiel Erbgut. Genau, wenn ihr mal eine Schale mit Erbgut Erbgut habt, einlegt. dann macht ihr so. Ja, vielleicht muss sie ja riechen, ob das gut ist oder so. Ich weiß ja nicht. So, bitte. Was denn? Wir beschreiben Jetzt den habe ich Geruch das. erstmal. Wie beschreibt was, welche Noten Also sind drin? interessanterweise riecht das tatsächlich wie dieses Fett, was früher in der Wurst drin war, finde ich. Schweinefett oder was war da drin in der Wurst? Ich weiß es ja nicht. Ich Ich habe weiß jetzt keine selber Leberwurst nicht. gegessen. Also hier sind jedenfalls Berglinsen drin, Kokosfett, geröstete Zwiebeln, Zitronensaft, Gewürze, Agavendicksaft, geräucherter Meersalz. Kein fucking Knoblauch. Danke, liebe Firma. Danke, danke, danke. Ich werde verrückt. Überall ist alle möglicher Scheiß drin. Knoblauch, hier sind nur schöne Sachen drin. Wie streicht es sich? Welches Geräusch macht das in deinem Kopf, das Streichen? In meinem Kopf. Ja, oder wo auch immer, in deinen Ohren oder wo denn die Geräusche halt sind. Wir können das so ganz nah ans Mikrofon halten Ah ja, oder so. stimmt. Ja, so, jetzt koste Nein, mal. es ist wirklich, also von der Konsistenz ist es schon mal ganz gut. Also es ist nicht irgendwie schleimig oder so. Achso, ich muss ja erstmal ohne Senf kosten. Ich mache da Ja, ja immer erstmal ohne Senf Senf, ja. drauf. Du bist jemand, der Leberwurst mit Senf früher gerne gegessen hat. Also Nur, nur. habt ihr auch Leberwurst mit Senf gegessen? Ich nicht. Und? Beschreib mal. Man schmeckt wie so. Entschuldigung. Bitte. Wie diese klassische Bauern-Leberwurst. Diese, Aus wo man es. Bauern? Ja, aus Bauern. Nee, die man tatsächlich so vom Bauernhof bekommt, obwohl dann noch Du so. hast auch. Nee, die dann so, wo dann draufsteht, so grob und stückig und Du hast dann doch in so so. einer Stadt gelebt, da gab es überhaupt keine Bauern in Wie Thüringen. in so einer Stadt. Ja, Leinefelde, da gab es doch keine Bauern, oder? Das ist alles vom Bauern auch umzingelt gewesen. Das war halt mitten auf dem Sag Land. mal, Nur weil da umzingelt? eine Spinnerei war. Heißt das umzingelt? Umgeben, meinst du sicher? So, die Ines wählt jetzt einen Senf. Normalerweise muss ich direkt sagen, dazu nimmt sie Thüringer Senf, ganz ohne Scheiß. Oder auch Ein bisschen viel. Bautzner nehmen wir gerne, ne? Oder das habt ihr schon gesehen, den aus Thüringen. So, wie verändert sich der Geschmack durch diese Zugabe von mittelscharfem Delikatess-Senf, frisch vermahlen? Das ist Finde ich nicht. sehr gut. Schmeckt wie früher.
Schmeckt probier doch mal so ein ganz, ganz kleines bisschen. No, weißt du, so ein Krümel. Guck mal hier. Die, ja, Schatz, die, ist lieb gemeint, Schatz. Ich habe Suzuk aus Linsen. Da sind drin Hülsenfrüchte, Kokosfett, Sonnenblumenöl, Gewürze, Tomatenmark, Meersalz, Zitronensaft, Agavendicksaft. Ende. No shit, no Knoblauch, keine Zwiebeln. Ich kann dir doch hier hinten ein Stück geben, dann kannst du das auch mal probieren. Ja, mach mal gleich. So, das war sie, Leberwurst. Also du schmeckst wie früher, bist du zufrieden. Gut. Ich sag's direkt, weil sonst kommen direkt die Postings hier drunter. Warum müssen Veganer alle Lebensmittel nachmachen und Veganerinnen? Warum könnt ihr veganischen... Warum könnt ihr nicht einfach Erbsen und Karotten essen? Linsen sind ja Linsen, aber... Warum du, du wolltest es direkt sagen. Du hast gesagt, ich sag das direkt. Also jetzt kannst du es mal erklären. Ich bin ja am Essen. Nee, ich mach das nicht. Ich esse keine Ersatzprodukte. So, jetzt kommt die Currywurst. Musst du neutralisieren mit einem Vivarot. Du isst keine Ersatzprodukte, ne? Dann darf ich dir natürlich auch nicht mehr den Thunfisch kaufen. Nee, den esse ich auch nicht mehr. Richtig. Nee, den veganen Thunfisch esse ich nicht mehr. Nee, der schmeckt mir nicht mehr. Gut, dann nehme ich die Schokolade für mich ganz alleine, die ich dir heute gekauft habe. Nein, nein, jetzt musst du das andere probieren, Mädchen. Das kannst du gleich weiter essen. Die Zuschauer und Zuschauer wollen noch Abwechslung haben. Ich will alles aufmachen hier. Ich hab's aufgemacht. Riech mal an, was riechst du? Das riecht aber sehr nach Curry. Das riecht sehr lecker nach Curry. Nach einem guten, schönen Curry. So, ja, bitteschön. Ja. Das soll aber auch Currywurst aus Linsen sein. Ich fasse deine Hasenspitze. Ich bin kurzriechig. Das haben wir jetzt schon gelernt. Ja, wie ist sie im Schnitt? Im Anschnitt? Achso, Geräusche. Ja, sehr gut. Ja. Was sagst du bis jetzt? Du musst was sagen, damit die Zuschauer nicht so. Sehe ich aus, als wäre ich multitaskingfähig. Ich musste erstmal streichen und so. Es streicht sich sehr schön. Gut, dann was gibt es denn dazu zu sagen? Ich schmier mir halt ein Brot, was man mit so Pasten halt macht. Ja, Mahlzeit. Dann wollen wir Mahlzeit. Jetzt gerne wissen, wie es schmeckt, Häschen. Das willst du auch nicht probieren. Ja, mal sehen. Erstmal wollen wir hören, wie es dir schmeckt. Mhm. Finde ich ganz gut. Was heißt denn, finde ich ganz gut? Ich bin ja nicht so generell der Wurst-Fan. Ich kenne den Geschmack nur von früher. Aber wie früher. Ja, wie früher. Ja, schmeckt absolut so, wie ich mir Wurst vorstelle. Keine Ahnung. Die Wurst vorstellen. Kann ich nichts zu sagen. Mhm. Sehr gut. Ach so, Suzuk ist ja auch Wurst. Ja, ich weiß, das macht das nicht auch nicht auf. Du frierst rein. Ich mag keine Wurst. Oh, fucking hell. Das riecht wirklich wie Wurst. Jetzt rieche ich nichts mehr. Das ist wie bei Parfüm. Wenn du zu viel Parfüm, jetzt sag ich schon Parfüm. Aber das riecht man schon. Krass. Das riecht mega nach dieser Wurst, die man in türkischen Läden kaufen kann. Suzuk ist wahrscheinlich auch türkisch, ne? Riecht das wirklich nicht mehr? Nein, ich rieche das wirklich gerade nicht. Also das riecht mega. Also das blind kann mir keiner erzählen, mhm, oder keine, dass sie das unterscheiden kann. Also bei der Blindverkostung, no way. Ja, so ein bisschen. Und ich möchte nochmals betonen, falls ich noch nicht oft genug betont habe. Also ich rieche es ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass es nur ein bisschen danach schmeckt. Kein Knoblauch, meine Damen und Herren. Sehr, sehr gut. Willst du auch mal verkosten oder explodieren in deine Geschmackszentren im Gehirn? Nee, jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es? Du musst aber auch mal was. Jetzt muss ich auch was. Gut. Kosten. Ja, habe ich ja schon die Currywurst. So, jetzt zur Frage, warum müssen die Veganischen das immer nachkochen und können nicht Brokkoli-Scheiben essen einfach? Soll ich jetzt beantworten? Ja, weil ich weiß es nicht, weil ich esse ja Brokkoli-Scheiben. Ich bin der die Brokkoli... Ich darf euch das kurz zeigen. Ach komm, du bist auch Ersatzprodukt. Ja, Schokolade ist kein Ersatzprodukt. Gab es schon immer wieder. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich esse tatsächlich Brokkoli in einem Tomatenfond. Also ich bin ein Fan von den ganzen Ersatzprodukten, weil dann niemand mehr auf irgendwas verzichten muss. Es hat nur Vorteile für jeden. Für die Tiere, für die Umwelt, für einen selber. Ist ja auch. Ja, klar, aber dann könntest du ja trotzdem. Achso, du meinst, man verzichtet auf etwas, was man schon kennt, wie früher, wie du vorhin gesagt hast, so wie früher. Ja, die meisten kennen ja. Naja, also ich meine, sind ja auch Geschmäcker. Also gerade was Wurst und so weiter angeht, der meiste Geschmack, der in Wurst drin ist, sind irgendwelche Gewürze. Auch bei vielen Fleischsachen. Das sind ja nur irgendwelche Gewürze, die man dann auf eine Eiweißmasse drauf tut. Und das Fleisch. Und diese Eiweißmasse, die oft sogar komplett geschmackslos ist, wie bei Hühnchen. Hühnchen schmeckt ja eigentlich
also ziemlich nach gar nichts. Weil wenn man zum Beispiel, da gibt es einen schönen Beweis dazu, wenn man Reispapier ein bisschen einweicht, darüber Brathähnchengewürz macht, das in die Pfanne wirft, es schmeckt eins zu eins wie Hähnchenhaut. Rate mal, wer es schon gemacht hat. Tante Ines, vielleicht haben wir sogar, hast du auch schon vielleicht haben wir sogar ein Netz von dem Video, ich weiß es jetzt nicht. Also das hat noch nie Hähnchen oder Fleisch oder irgendwas anderes gesehen, das ist wirklich nur das Brathähnchengewürz und das ist aus Pflanzen. So, jetzt machen wir es euch vor. Das ist nicht aus gemahlenen Hähnchen oder so. Jetzt gucken wir mal, ob die Ines das auch blind kann. Oder nee, ich muss das machen, du riechst ja nichts mehr, ne? Du hältst mir, vielleicht rieche ich schon was. Du hältst mir jetzt einfach ich rieche mal, ich riech mal die Doch, die rieche ich, wieso rieche ich denn die eine Wurst nicht? Vielleicht, weil du die nicht kennst, du hast ja keinen Suzug oder wie auch immer man das ausspricht, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Riecht aber wirklich sehr, sehr schwach für mich. Aber ich kann nichts damit verbinden. Nee, so, wir probieren das jetzt mal. Ich bin ein Thüringer. Sowas kennen wir nicht. Ihr kennt als Thüringer. Nicht. Und ich bin schon zu lange vegan. Sag dazu mal was. Das ist die Currywurst? Ja. Riecht nach Curry. Das ist richtig. Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Ja, er ist so schreckhaft. Dann kommt jetzt, ich bin vorsichtig, ja, nicht so zurückzucken. Ich würde sagen, es ist die Leberwurst. Ja, das ist auch richtig. Tada! Oh, und dann kommt als letztes... Ich will etwas rumschmeißen, ne? Ja, witzig, was soll das jetzt sein? Das ist natürlich der Suzug, aber jetzt riecht man auch. Also ich rieche das euch. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die das richtig aussprechen können. Das stimmt nicht, riech nochmal. Ich habe dich verarscht. Das ist die Currywurst. Ja. Wäre ja ein bisschen blöd gewesen, wenn ich jetzt nochmal... Jedes ist ein Fuchs. Jedes ist ein Fuchs. Und du hast nicht mal richtig gerochen. Es gibt doch mal die Suzuk. Ja, ich habe ja gar nicht gerochen, weil ich gedacht habe, das dritte ist sowieso dann das dritte. Nee. Ist das jetzt... Weiß ich nicht, vielleicht ist es... Das ist Suzuk jetzt, eindeutig. Ich würde mal sagen, du musst das ja raus. Das hat so einen Salami-Geruch. Ich würde mal sagen, es ist am ehesten wie Salami. Ja, das stimmt. Es riecht ein bisschen wie Salami, aber noch ein bisschen frischer. Also, crazy shit. Wie gesagt, es geht nicht um den Hersteller, sondern das ist nur heute in der Post gewesen. Und ich rate euch persönlich, nehmt von den veganischen Sachen wirklich das, wo so wenig Zusatzstoffe drin sind. Also immer, wenn ihr lest, irgendwie bla 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 Aromen und irgendwie bla 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 irgendwas, wo ihr nicht wisst, was das ist, nicht nehmen. Nehmt das mit den wenigen Zutaten. Das ist eine feine Sache. Ja, man bekommt auch so den Geschmack hin. Weil, wie gesagt, sind sowieso nur Gewürze. Ja. Genau, die Gewürze machen es und das ist alles hier, wenn ich es richtig sehe, auf Linsenbasis. Linsen. Mit Linsen habt ihr auch noch was Gutes, dann gibt es keine Diskussion darüber, ist das übers weite Meer gekommen mit einem riesigen Kohlenstoffdioxid-Rucksack, sondern Linsen kann man problemlos anbauen und die sind auch tatsächlich nach der neuesten Studie, die ich im letzten Times-Up-Vortrag vorgestellt habe, auch das, was am allerwenigsten Kohlenstoffdioxid erzeugt und Wasser verbraucht und so weiter. Also die können nicht jetzt super regional, aber auf jeden Fall irgendwo in der Nähe angebaut werden. Sie verbrauchen am wenigsten Kohlenstoffdioxid und am wenigsten Wasser. Und Linsenernährung und Hülsenfruchternährung ist die Ernährung der Zukunft. No shit. Kein Witz. Das ist keine Meinung. Studien. Könnt ihr auch, weil die sehr viel Eiweiß haben. Ach so, ja klar. Und die haben sehr viel Eiweiß. Deswegen ist es die Ernährung der Zukunft, weil die von den Pflanzen halt sehr, sehr viel Eiweiß haben. Und das kann man sehr leicht ersetzen. Also... Ich meinte jetzt, damit kann man sehr leicht das Fleisch ersetzen. Und mit den Fetten... Da ist schon ein bisschen spät heute, ne? Ja, es ist jetzt wirklich schon... Man muss das sagen, es ist 23.05 Uhr. Die Fette, da kann man dann weiter diskutieren, aber ich finde auf jeden Fall, das ist schon mal eine runde Sache. Ihr spart hiermit mindestens 80% der Landfläche, des Wassers und wenn ihr so wollt, auch der Waldfläche, je nachdem, wenn Wälder gerodet werden für Soja, was irgendwie von Übersee kommt oder so. Ihr habt es wirklich in der Hand. Ihr habt es in der Hand und wie die Ines schon sagte, es gibt keinen fucking Grund, so wie ich möchte aber nicht verzichten. Das höre ich tatsächlich, sogar ich höre das von Freundinnen und Freunden von mir, dass sie sagen, ich möchte nicht auf irgendwas verzichten. Ich habe dann immer gesagt, okay, Gespräch zu Ende. Ab heute werde ich sagen, es gibt wirklich alles mittlerweile. Also jetzt ist gerade Februar 2024. Mir fällt jetzt keine Ware mehr ein, die nicht geschmacklich und von der Pastosität und von der Anmutung und von der Freude, das zu essen, nicht mehr nachgebaut werden kann. Was man aber noch sagen sollte, es sagen ja immer wieder Leute so, aber vegan schmeckt nicht wie das Original. Also ich finde,
man sollte das nicht immer direkt vergleichen mit seiner Lieblingswurst, die man seit 20 Jahren gegessen hat, weil McDonald's schmeckt ja auch nicht wie Burger King. Es ist beides Fleisch, aber das schmeckt auch völlig Ein unterschiedlich. herzwärmender Vergleich von Tante Ines und schmeckt auch nicht wie Kentucky Fried Chicken und schmeckt auch nicht wie Jellybee. Das ist in den Philippinen eine Kette gewesen, wo es Fastfood gab. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Mit so einer dicken Biene, weil die schön viel gegessen hat. So stellten die sich das vor. Können Bienen dick werden? Postet es hier drunter. Dankeschön. Bitte ernährt euch vegan. Wenn ihr nicht mitmacht, wird das nichts. Da könnt ihr so viel fordern von der Politik, wie ihr wollt. Wenn ihr es nicht kauft und nicht esst, obwohl es vorhanden ist und obwohl es nicht aus irgendwelchem Chemiescheiß besteht, sondern aus wirklich den schönsten und reinsten Naturprodukten, dann kann euch und uns keiner helfen. Müsst ihr schon selber machen. Dankeschön. Tschüss. 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 Winkt doch mal.